Tequila. Was geht ab YouTube, mein Name ist Sven oder Skets und herzlich willkommen zu einem neuen Infinite Warfare Video. Update 1.11 ist jetzt rausgekommen und es gibt ein paar neue Änderungen und darum wird es heute gehen. Das erste, was mir direkt aufgefallen ist, nachdem ich in der Gruppe gelesen habe, dass Modis fehlen, ist folgendes. Und zwar, es gibt kein Hardcore Herrschaft mehr und es gibt kein Hardcore Suchen und Zerstören mehr. So, man sagt jetzt, diese Modis wurden rausgenommen, weil man bei Herrschaft irgendwie keine Schlüssel mehr bekommen hat oder so und die Killcam gefehlt hat. Ob das jetzt genau stimmt, keine Ahnung, das kann man bestimmt irgendwo nachlesen. Für mich ist es jetzt aber eher irrelevant, weil mich stört so oder so, dass die Modis fehlen. Gut, Suchen und Zerstören ist mir jetzt egal, aber dass Herrschaft fehlt, ist jetzt ein bisschen blöd. Aber nichtsdestotrotz haben wir jetzt nur noch TDM, frei für alle und Abschluss bestätigt im Hardcore-Modus. Ich denke aber, die werden ziemlich früh, schätze ich einfach mal, mit einem Hotfix wieder dazukommen. Und ja, kommen wir auch direkt zum nächsten. Als nächstes auf meiner Liste hätte ich die neuen Prestige-Symbole und zwar Prestige 1 bis Prestige 10, die ganz normalen Prestige-Embleme. Die wurden ein wenig überarbeitet, sehen jetzt einen Tacken anders aus. Ich finde, die sehen auf jeden Fall ganz okay aus. Ist in meinen Augen jetzt aber nicht unbedingt irgendwas, was man hätte machen müssen. Ist aber okay, dass sie es gemacht haben. Das bringt ein bisschen Farbe, glaube ich, ins Spiel, könnte man so sagen. Und ja, als nächsten Punkt gibt es dann etwas, worauf sich wahrscheinlich alle gefreut haben, die heute noch EW zocken. Und zwar ist jetzt endlich der Custom Emblem Editor ins Spiel gekommen. Er hat den Weg gefunden. Freut euch alle drauf. Der sieht so aus. Ihr seht es gerade auf dem Screen. Ich habe damit jetzt noch nicht rumgespielt. Ich werde damit auch wahrscheinlich gar nicht rumspielen, weil mich interessiert Emblem so oder so nicht. Aber für die Leute, die das unbedingt haben wollten, da ist er endlich. Und ja, ich würde euch sagen, viel Spaß und macht was draus. Man könnte ja quasi so eine Art Emblem-Contest machen. Best Emblems oder so ein Scheiß, keine Ahnung. Aber mit meiner Abozahl brauche ich das gar nicht anfangen, von daher drauf geschissen. Und jetzt kommen wir zu in meinen Augen etwas ganz Wichtigem und zwar 20 neue Prestiges wurden hinzugefügt. Das heißt also, für die Leute, die jetzt schon Prestige 10 gewesen sind, die können jetzt ins Master Prestige gehen oder Prestige Meister, keine Ahnung wie das heißt. 20 Mal kann man jetzt insgesamt drücken, das heißt also bis 30 und hier ist jetzt ein Foto, was ich benutzt habe von Prestige is Key, wo man sieht, wie er jetzt gerade in Prestige 11 reingeht. Das heißt also, Prestigen ist wie gewohnt, man kennt es glaube ich, also ich denke mal ihr kennt das, ich werde es euch trotzdem mal eben erklären und dann steht hier also folgendes. You will start at player rank 1 and all create a class, rigs and score streaks will be relocked. Das heißt so viel wie, ey yo, du startest mit Level 1 und deine ganzen create a class Sachen, die du mit Level 1 hast, sind frei, alles andere ist wieder gesperrt. Nur das, was du vom allerersten Level aus frei hast, bleibt halt für dich freigeschaltet, alles andere ist wieder gesperrt, wie man es kennt. So, Rewards gibt es jetzt folgende. Ein Permanent Unlock Token, also einmal ein Unlock Token, also Freischalt-Token, den ihr benutzen könnt für irgendwas. Ein Meister Prestige Emblem, das dann immer so aussieht wie das Emblem in dem Prestige, wo ihr gerade drinnen seid. So. Und einen permanenten Boost für alle Challenges in dem Prestige zumindest, welcher euch 25% mehr EP gibt. Ob das jetzt immer der gleiche Boost ist, glaube ich jetzt eher weniger, weil wenn wir jetzt 20 mal 25er Boost kriegen für alle Challenges, ist ein bisschen übertrieben. Auf jeden Fall ist das erstmal so das Grobe, was man kennt, also man kriegt 25% mehr EP für Challenges bei dem ersten Prestige. So, jetzt kommen wir zu etwas, was mich persönlich abschreckt, und zwar, wenn man Master Prestige drückt, sieht das dann so aus, und hier ist ein Bild von Prestige is Key, wie er jetzt Master Prestige 11 erreicht hat, und ihr habt einfach nur so einen orangenen MP11 Tag vor eurem Namen. Das ist alles, so MP11, MP12, MP13, wahrscheinlich auch noch MP30 oder so. Keine Ahnung, also ich finde, das sieht in meinen Augen echt dumm aus. Hätte man irgendwie ruhig was anderes machen können. Vielleicht einfach für jedes Prestige halt das Emblem, was man kennt. Beziehungsweise was jetzt kommt, sage ich einfach mal. Und dann einfach nur das Level in Orange oder halt Rot oder Gelb oder was auch immer. Anstatt so MP11 ohne Level. Weil jetzt habt ihr nur das Prestige-Symbol mit der Bezeichnung. Also sprich MP11, MP12 und so weiter. Ist in meinen Augen ehrlich gesagt ziemlich blöd. Aber gut, kann man nichts machen. Die haben das so gemacht. Könnt ihr mir ja eure Meinung in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, also wie das aussieht. Ich finde halt, wie gesagt, das sieht irgendwie blöd aus, aber naja, kann man halt nichts gegen machen. Und ja, so, das ist erstmal alles, was ich bisher gefunden habe. Ich guck mal, vielleicht finde ich noch irgendwas. Wenn ich was finde, gibt es weitere Infos. Ach ja, was ich noch vergessen habe, man soll wohl, sobald man dann jetzt Master Prestige gedrückt hat, mit den Classic Weapons die Atomizer erspielen können. Ob das jetzt aber genau funktioniert, beziehungsweise wie das genau funktioniert, weiß ich noch nicht. Ob das jetzt mit Prestige Master Prestige 11 möglich ist oder ob das mit, keine Ahnung, Prestige 12 oder so möglich ist, kann ich nicht austesten. Ich bin ja gerade meinem siebten Prestige, aber ich denke mal, da werden noch genug Videos auf YouTube kommen, wo das erklärt wird.
Nichtsdestotrotz hoffe ich, hat euch das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich würde mich freuen. Lasst ein Abo da für weitere Infos. Helft mir bitte, wenn ihr Lust habt, 2000 Abos zu erreichen. Weil, Support ist kein Mord, ne? Denkt dran, wäre echt sehr geil. Ich bin hier an der Stelle weg. Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns vielleicht online. Haut rein und ciao.